So, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Elena Christodoulou von Tickmill startet heute das Webinar. Das bin natürlich ich. Ganz alleine bin ich nicht, weil ich ja auch noch nie hier. Heute haben wir ein Webinar, auf das ich mich schon total gefreut habe. Denn bin natürlich nicht alleine heute, sondern mit Trading Coach Olli. Insofern kann man sich vorstellen, worum es heute geht. Und zwar um das Market Profile Tool. Olli wird sich heute die Zeit nehmen, um uns ein bisschen mehr darüber zu erzählen und wie gesagt eine kleine Einführung zu geben. Anvisiert, die Zeit für das Webinar ist eine Stunde, aber wir können uns da auch, Olli, nur kurz zur Info, auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und bevor wir überhaupt loslegen dürfen, müssen wir natürlich mit einem kleinen Risikohinweis starten. Und zwar, ich lese den mal geschwind vor. Ihr seht den ja jetzt auch vor euch. Falls da jemand noch im Nachhinein eine Frage haben sollte, einfach kurz in den Chat schreiben. Die Chatfunktion steht hier ja auch für alle zur Verfügung und können wir ja auch direkt einsehen. So, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderungen zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren, in unserem Fall Uli, nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wo wir weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. Soweit von mir. Olli, kannst du uns hören? Natürlich kann ich dich hören. Hallo. Ich kann Gott sei Dank nur dich hören und Super. nicht alle. Schön. Ob das So, jetzt dann gut ist oder wollen. schlecht, Ja. weiß Die Elena hat heute ihren Kater dabei. So, ich schmeiße mir den. Stimmt Ah doch, ja. oder? Der kann uns leider. Ja, das stimmt, aber der kann leider nicht zuhören. Der ist taub, der Kleine. Aber auf jeden Ja. Fall starte ich hier total gespannt schon mal auf dem Bildschirm. Okay, das ist gut. So, show my screen. Wo ist er denn? Super, man sieht's. Das ist, der muss es sein. Der muss es sein. Jetzt gucken wir, testen wir. Jawohl, stimmt. Also, den richtigen Bildschirm haben wir gefunden. Mikrofon geht Super. auch. Man kann mich hören. Man kann die Elena noch hören. Die Elena klicken wir hoffentlich noch weg. Ja, Die ich Elena bin meldet. weg. Elena kann sich jederzeit melden, wenn sie was sagen möchte. Und So wenn sie machen eine wir das. Frage hat, ansonsten kann ich die Fragen hier sehen und sage erstmal von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Tag und ich bedanke mich bei Tickmill. Guck mal, ich habe auch extra ein JPEG hier gemacht, schnell, dass ich immer Tickmill einblenden kann. Denn natürlich, wenn wir bei Tickmill auftreten, das wissen alle, die mich kennen, wenn ich irgendwo auftrete, ist es der Broker meiner Wahl und der weltbeste Broker. Also im Moment ist Tickmill der weltbeste Broker. Und ich freue mich, dass Sie mit mir zusammenarbeiten und finde die alle klasse. Also nicht nur, weil ich da bin, schon bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe, habe ich die schon alle klasse gefunden. Und da kann die Elena noch nicht mal sagen, das stimmt nicht, weil es nämlich stimmt. So. Wir werden uns heute über das Market Profile Tool unterhalten. Und da wir nur eine Stunde haben, ich habe zwar gehört, dass wir etwas länger machen dürfen, aber ich weiß nicht, wie viel etwas länger ist. Und ich über das Market Profile an sich, so wie man es handeln sollte, wahrscheinlich 4 Wochen referieren kann, möchte ich da nicht zu viele Worte verlieren. Wir haben eine Kooperation jetzt begonnen. Das heißt, wer sich über meinen Link einwählt und ein Konto eröffnet bei Tickmill, der bekommt mein Market Profile Tool in Anführungsstrichen für umsonst. Und ich werde das bis zum 31. Dezember so tun und werde mir angucken, was dabei rauskommt. Weil natürlich ist da ein IB-Vertrag, den man einsehen kann. Ist also keine Geheimnisse. Sondern das kann man auf der Webseite von Tickmill einsehen und kann da gucken, was da runterfällt und was man positiv sehen kann, weil wenn man das macht, bezahlt man 5%, glaube ich, weniger Kommission.
Jeder bitte durchlesen, nichts glauben, was ich sage, sondern immer alles überprüfen. Und ganz wichtig ist, dass wir heute uns nicht in irgendwelchen technischen Dingen da verlieren und sagen, oh, wie wird denn der da reingetan, wie muss ich den denn reinziehen und hin und her. Also, das Ding läuft auf dem Stereo-Trader und wer den Stereo-Trader holt über den Dirk oder auch über Tickmill, das geht ja auch über Tickmill, dann kann man sich da Videos reinziehen und PDFs angucken bis zum Abwinken, bis es auch der Letzte verstanden hat. Wir werden uns damit nicht aufhalten. Ja, es geht nicht darum zu erklären, wie man das Tool reinzieht oder rauszieht oder was passiert, wenn es stecken bleibt, weil das passiert auch manchmal, sondern was wir damit anfangen können. Wer also der Meinung ist, er bekommt hier erklärt, wie irgendwie der MT4 funktioniert oder der MT5, der ist heute hier falsch. Dem wünsche ich einen schönen Abend, möchte nicht weiter seine Zeit in Anspruch nehmen und verabschiede mich von ihm. Alle anderen, die wissen wollen, wie man mit diesem Market Profile Tool an das Geld anderer Leute kommt, denn das ist Börse. Man versucht, an das Geld anderer Leute zu kommen, weil wir produzieren ja nichts. Wir sind ja im Grunde Schmarotzer und möchten gerne schmarotzen an den Banken, an den Fonds, an den Blinden, die im Markt rumlaufen. Wir müssen also besser sein als die. Wir spielen jeden Tag Champions League und wir versuchen mit diesem Market Profile Tool einen Vorteil zu erhaschen. Ja? Gibt MT5 und MT5, also soweit ich weiß. Und kann man alles auf der Website nachlesen. Und wer nicht bei Tickmill ist und kein Konto aufmachen will und es lieber bezahlen will, der kann sowieso MT4 oder MT5 nehmen, weil das inzwischen auf beidem läuft. Ja? So, wir reden nur über die Funktionsweise dieses Market Profile Tools. Also, Market Profile, wer weiß hier gar nicht, was Market Profile ist? Muss mir einen kurzen Überblick verschaffen, damit ich nicht alle langweile oder damit ich nicht alle überfordere. Lieber David, was heißt alle? Alle wissen gar nichts? Das glaube ich nicht, weil ich sehe hier einige bekannte Gesichter, die wissen sehr viel. Also Freunde, ich bin ein begeisterter Anhänger des Feedbacks. Wenn ihr mir kein Feedback gebt, dann ratter ich los und dann ja, machen wir es in meiner Geschwindigkeit. Wer aber will, dass ich hier auf Leute eingehe, muss mir Feedback geben. Also ich muss wissen, wer hier keine Ahnung hat, außer dem Harley, den kenne ich. Und damit ich nicht hier alle überfordere. Ich überfordere ihn nicht. Also super. Wir haben hier ein paar, die wissen es noch nicht richtig. Also Market Profile, nur kurz erklärt, ist ein statistischer Ansatz, kommt wie alles Gute und alles Schlechte aus den USA und ist 1985 in Anführungsstrichen erfunden worden. Beruht darauf, dass in der Statistik man gerne über Verteilungen spricht, von Preisen, von Ereignissen und so weiter und so fort und sich da in der Regel Bell-Kurven entwickeln. Es geht um Standardabweichungen und so weiter und so fort. Jetzt hat der Herr, der das erfunden hat, hat sich hingesetzt und hat das immer wieder überprüft. Und ist darauf gekommen, dass das also auch bei Kursen zutrifft, während eines Tages, während eines größeren Zeitraums und so weiter und so fort, dass sich eben Kurse häufen. Idealtypisch
nehmen wir alle inzwischen 70% als das, was diese Kurve da umfassen soll. Wenn man ganz streng mathematisch vorgeht, wäre 68,2% besser. Nur falls jemand sagt, du, wie kommst du überhaupt darauf, auf die 70%? Also Grundprinzip ist folgendes. Wir suchen faire Preise. Faire Preise sind Preise, die von Marktteilnehmern angenommen werden und möglichst oft auch gehandelt werden. Der fairste Preis laut Definition ist der Preis, zu dem das meiste Volumen umgeht am Tag davor. Weil heute, jetzt gucke ich, welcher Preis fair war gestern. Ich gucke einen Tag zurück. Es gibt auch andere Leute, die machen das anders. Ich gucke einen Tag zurück. So. An diesem letzten Tag, das sind die neuesten Informationen, die mir zur Verfügung stehen, gibt es einen fairsten Preis. Das ist der, ganz stumpfsinnig geguckt, an dem das meiste Volumen gehandelt wird. Der ist bei mir in der Software in der Regel, wenn man keine andere Farbe eingibt, ist er magentafarben. So wie bei der Telekom. Der ist da. Bei mir. Das ist jetzt kein MT4, ist aber dasselbe Tool, sind dieselben Kurse, die da reinlaufen. Also, das ist der fairste Preis von gestern. Um diesen fairsten Preis bilden wir gleichmäßig, also nicht wir, sondern die Software, Gott sei Dank, gleichmäßig, soweit möglich, bedeutet, wenn der tiefste Kurs der ist mit dem meisten Volumen, dann kann ich nicht nach beiden Seiten abtragen. Dann wäre also der Point of Control auch der tiefste Kurs und damit vom Vortag und damit auch der untere Value Level. Weil die Value Area wird umrahmt durch die dunkelblauen Linien, den unteren Value Level, das ist da, wo es billig ist, und den oberen Value Level, das ist da, wo es teuer ist. Ja? Am Tag vorher. Diese Value Area ist, wie gesagt, 70% des gehandelten Volumens und die wird gebildet, soweit möglich, ich habe es gerade eben erklärt, um diesen Point of Control herum und zwar gleichmäßig. Jetzt gehen wir hin am nächsten Morgen und gucken uns das an. Wir wissen also, nach Schlusskurs um 22:05 Uhr wissen wir, welche Kurse jeweils Point of Control sind, unterer Value Level, oberer Value Level. Diese drei Kurse kann man in meiner Facebook-Gruppe, ich sage mal für lau, abgreifen und stehen da immer morgens drin. Und es gibt auch beim Dirk, beim Stereotrader eine kostenlose Version, die nur diese drei Kurse hat. Ja, diese drei Kurse helfen schon mal zu sehen, am Tag vorher, was war denn billig, was war denn fair, was wäre denn nun heute Morgen gegenüber gestern unfair? Wir möchten wissen, was fair ist und was nicht fair ist. Warum möchten wir das? Ich nehme oft das Beispiel mit den Tomaten. Jetzt habe ich bei den IB-Days zum Beispiel, das sollte man sich auch angucken, wenn man noch nicht weiß, wie das geht mit dem Market Profile. Wird in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Nehme ich das Beispiel mit dem Daimler-Benz. Ich sage, ein fairer Preis ist zum Beispiel 64.000. Keine Ahnung, ob das nun richtig ist oder nicht. Wir nehmen einfach mal an, ein Daimler-Benz, den ich haben will. Nicht ich, sondern ich als Kunde, kostet 64.000. Keine Ahnung, irgendeine aufgemotzte E-Klasse oder so, keine Ahnung. So, wenn jetzt dieser Preis feststeht, also mit dem normalen Firmenrabatt und was weiß ich, alles, was man so kriegt, also ist nicht so, dass es der Listenpreis ist und vielleicht gar nicht der faire Preis, den man so erreichen kann, sondern dass der Preis wieder angeboten wird von Daimler-Benz. Wenn ich also jetzt weiß, dass der Preis, der faire Preis 64.000 Euro ist
und jemand sagt zu mir, Oliver, möchtest du für 64.000 den Daimler kaufen? Und ich habe nicht sowieso die Idee, dass ich ihn kaufen will. Denn wenn ich die Idee habe, so wie Fondsmanager Aktien kaufen wollen, ja, weil sie sie vielleicht kaufen müssen, weil sie Zuflüsse haben oder wie auch immer, dann kaufen die natürlich am fairen Preis. Die wollen den fairen Preis. Aber wenn ich als Schmarotzer, als Olli, als Daytrader da sitze und nun Aktien, Futures oder irgendwas anderes, Bund Future, Forex, was auch immer, Gold, Silber, wenn ich da was machen will, dann interessiert mich der faire Preis doch gar nicht. Weil ich will doch gar nicht konsumieren. Ich brauche doch gar keinen Daimler-Benz, ich brauche doch gar keine DAX Futures, weil was will ich denn mit denen machen? Soll ich die irgendwo lagern? Nein. Also will ich doch als Schmarotzer nicht zu fairen Kursen agieren, sondern zu unfairen Kursen. Ich muss also wissen, welche Kurse sind unfair. Weil nur zu unfairen Kursen will ich was machen. Ich will zu billig kaufen und ich will zu teuer verkaufen. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, hör mal zu, ich muss leider morgen, was weiß ich, auf den Mars fliegen und ich muss unbedingt meinen Daimler, den ich gerade eben abgenommen habe, gerade eben abgeholt, ist genau 64.000 Euro wert. Den muss ich jetzt verticken, weil morgen fahre ich zum Mars. Willst du den haben für 30.000 Euro? Dann muss ich doch mit der Muffe gepufft sein, wenn ich den nicht kaufe. Ja? Genauso, theoretisch, bei Aktien geht das ja und bei Futures auch. Wenn jetzt einer sagt, hör mal zu, Olli, kannst du mir einen Daimler besorgen? Ich brauche den unbedingt nächste Woche. Kannst du mir den besorgen? Ich zahle dir 90.000 Euro. Da muss ich auch bekloppt sein, wenn ich sage, nee, weil ich habe ihn hier nicht gerade stehen, sondern natürlich kriegt er den mit 90.000 Euro und dann laufe ich doch zu Daimler-Benz, weil ich ja weiß, dass der faire Preis 64 ist und hole den für 64 und stelle ihn vor die Tür und nehme die Differenz in meine Tasche. Ja? Glaube, der Kollege heißt Falk. Und möchte wissen, Tick oder Kontraktvolumen. Ich kann nämlich nicht lesen richtig, ob das Falk oder Falk heißt. Ich hoffe also, ich beleidige nicht, wenn ich Falk sage. Kontraktvolumen. Also wie viele Kontrakte sind umgegangen? Ticks sind vollkommen uninteressant für mich. Ticks kann ich manipulieren. Kontraktvolumen ist schon ein bisschen schwieriger zu manipulieren. Ich weiß, dass es auch geht, habe ich selbst schon gemacht, aber. Es ist schwieriger. Ticks ist ganz einfach zu manipulieren, aber Volumen nicht so wirklich. Also einer hat ja gesagt, es will nur einer den Daimler kaufen mit 30 und nur einer den Daimler verkaufen mit 90.000 oder gibt es hier mehr Leute, die Geld verdienen wollen? Freunde, Handel ist nur Geld verdienen. Alles andere ist Banane. Wir machen das nicht, weil es geil ist. Wir machen nicht, weil es Adrenalin bringt. Wir machen es nicht, weil es Leute gibt, die es cool finden. Wir machen es nicht, weil es so super ist, wenn man vorm Schirm sitzt und schwitzt. Nein, wir machen es, um Geld zu verdienen. Wenn hier einer ist, der kein Geld verdienen will, ist er hier falsch. Ja? Also inzwischen wollen 5 Leute mitverdienen. Das ist noch zu wenig. Ja? Also, wir wollen Geld verdienen. Wir wollen also auf unfairen Preisen handeln. Wir wollen billig kaufen, in Anführungsstrichen zu billig, und wir wollen teuer, in Anführungsstrichen zu teuer verkaufen. Das ist alles, was wir tun wollen. Wir wollen ja handeln. Der Frank kauft schon 2. Ja? Okay? Also, ich weiß morgens, nicht, weil ich besonders clever bin, sondern weil ich blaue und magentafarbene Linien in meinem Chart habe, weiß ich, wo teuer ist und weiß, wo billig ist. Also ich würde gerne versuchen, die Fragen nachher zu beantworten, weil ansonsten die Fragen sind zwar alle clever, aber also die 2 beantworte ich. Was fließt alles in das Volumen eines DAX-CFDs mit ein? Antwort ist ganz einfach, überhaupt nichts.
DAX, CFDs gibt es kein Volumen. Clevere Frage muss jetzt sein, Olli, warum erzählst du mir vom Volumen? Weil mein Tool beruht worauf? Aus den echten Future-Kursen. Wie mache ich das? Wenn ich euch das sagen würde, würde ich vielleicht sogar Leute aufwecken. Mache ich nicht. Also, es ist eine Berechnungsmethode von mir, die sicherstellt, dass die deutsche Börse keine Ansprüche an mich hat und ich Berechnungsmethoden einstellen kann. Ist alles rechtlich geprüft, weil ich ja keine Daten weitergeben kann. Ich gebe ja auch keine Daten weiter von der deutschen Börse. Ich gebe nur meine persönlichen Berechnungen weiter. Und diese persönlichen Berechnungen darf ich weitergeben. Die persönliche Berechnung könnte ja sein, dass es 1 ist oder 12 oder 1 Million. Ja. Also, weil ich keine Kurse weitergebe und kein Volumen weitergebe, darf ich das tun. Daher ist das genauso wie in echt. Hat mit dem Volumen eines DAX-CFDs nichts zu tun, weil es gibt kein Volumen bei DAX-CFDs. So, die andere Frage bei Forex-Handel nehme ich natürlich auch den Future, weil, wie der Kollege richtig sagt, bei Forex-Handel gibt es auch kein Volumen. Da hat jeder sein Volumen, der eine Plattform hat und darauf mitzählen will oder kann. Und gibt es auch kein Volumen. Wo habe ich Volumen? Ich habe ein Future-Volumen und mein Erfahrungswert sagt, dass das gut genug ist. Ja. Kann man mich gut hören, weil ein Kollege sagt, er kann mich nicht hören? Also, dann liegt das an dem Kollegen. Dann kann ich ihm nicht helfen. Die anderen können mich alle super hören, finde ich gut. Und freue mich. So. Also wir sind wieder bei den fairen und den unfairen Preisen. Und ich glaube, jawohl, das Ding wird aufgenommen. Also der Kollege, der das gerade nicht hören konnte, der wird wahrscheinlich häufiger Probleme haben während des heutigen Webinars. Der kann sich es in der Aufzeichnung anschauen, denn in der Aufzeichnung hat er das Problem nicht, dass seine Leitung zu langsam ist. So, wir haben also unfaire Preise und faire Preise. Wir möchten, und das machen die meisten Trader falsch, wir möchten nur unfaire Preise handeln, nicht faire Preise. Ja, denn faire Preise sind was für Fonds, die irgendwelche Orders über den ganzen Tag kaufen. Die möchten faire Preise kaufen. Wir möchten das nicht, weil auf fairen Preisen kann ich nichts verdienen. Ich weiß nämlich nicht, ob der Markt von fair auf teuer oder auf billig geht. Da bin ich ein Zocker. Aber wenn ich sehe, dass der Markt billig ist, dann kann ich kaufen. Wenn der Markt teuer ist, kann ich verkaufen. Jetzt gibt es morgens eine Eröffnung im DAX Futures, die um 8 Uhr. Und diese Eröffnung ist für mich einer, wenn nicht der wichtigste Kurs des Tages. Denn dieser erste Kurs zeigt mir, ob der Preis im Gleichgewicht ist oder aus dem Gleichgewicht. Im Gleichgewicht wäre, er wäre in der Value Area vom Vortag. Das bedeutet, er wäre weiterhin im Gleichgewicht, er wäre weiterhin in der fairen Preiszone und würde dann wahrscheinlich, so die Statistik, auch, ich sage immer bis zum Beweis des Gegenteils, in dieser
Value Area in diesem Gleichgewicht verbleiben. Das wäre Möglichkeit Nummer 1, eröffnet innerhalb der Value Area. Wir behaupten, bis zum Beweis des Gegenteils, dass er in dieser Value Area verbleibt. Das bedeutet, dass ich versuche, oben bei teuer, Schrägstrich zu teuer, zu verkaufen und möchte das bei mindestens fair, also am Point of Control, oder am besten bei billig oder zu billig zurückkaufen. Oder umgekehrt, unten kaufen, oben verkaufen. Ganz normales Verhalten, wie wenn jemand zu dir sagt, willst du 5 Kilo Tomaten kaufen? Da sagst du, was ist der Preis? Du weißt, die kosten 1,70. Der sagt, kannst du für 1 Euro haben? Sagst du, jawohl, die nehme ich, weil es billig ist. Und dann kommt irgendwann jemand, theoretisch, wenn du ein Händler bist, kommt er vorbei und sagt, du, Tomaten sind noch 1,70. Sag ich, ja, kannst du haben. Vielleicht schon für 1,60. Weil du ja Trader bist. Ja? Du bist kein Rechthaber, sondern Trader. Und umgekehrt. Dann gibt es die Möglichkeit, er eröffnet, so wie heute, außerhalb der Value Area. Das bedeutet, er ist aus dem Gleichgewicht. Und wenn er aus dem Gleichgewicht ist, ja, was erwarte ich? Ich erwarte, dass es möglich ist, weil er aus dem Gleichgewicht ist, so wie das bei uns auch ist. Wenn du im Gleichgewicht bist und ich zupfe an dir, dann wirst du nicht umfallen. Aber wenn du aus dem Gleichgewicht bist und ich zupfe an dir, fällst du auf die Nase, nach links oder nach rechts. Also, wir haben die Möglichkeit, wenn wir aus dem Gleichgewicht sind, eine große Bewegung anzufangen. Ob die nach unten ist oder nach oben, weiß kein Mensch am Anfang. Bedeutet, normalerweise, wenn ich oberhalb aus dem Gleichgewicht ist, wenn es also zu teuer ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es geht wieder auf fair zurück. Die andere Möglichkeit ist, in der Regel nach einer Stabilisierung, nach einer Range, die sich ausbildet, möglicherweise die erste Stunde, möglicherweise die erste halbe Stunde, je nachdem, geht der Markt weiter in die Richtung, weil er Trendverhalten zeigt. Er zeigt dann Trendverhalten, wenn er aus der Value Area ausgebrochen ist und nach einer Konsolidierung, also nach einer Range außerhalb, weiter in diese Richtung, in die er ausgebrochen ist, sich bewegt, dann ist es Trendverhalten. Ansonsten ist es kein Trendverhalten. Ansonsten ist jemand auf die Nase gefallen, so wie heute. Also heute ist die Situation so und daher ist das kein Gotteswerkzeug, sondern ein Hilfsmittel. Wir haben heute aus mir vollkommen, heute Morgen vollkommen nicht erklärlichen Gründen, haben wir heute Morgen ein Gap gehabt. Genau dahin, wo eigentlich Widerstand sein sollte. Ja, habe ich gesagt, das ist aber komisch. Entweder weiß da einer mehr oder gibt auf die Nase, weil wir sind ja aus dem Gleichgewicht und sollten jetzt ja eine längere, stärkere Bewegung bekommen. Ja. Und was er gemacht hat, ist, er ist nach kurzer Seitwärtsphase, das ist nicht ganz hier zu sehen, hier nach kurzer Seitwärtsphase, ich zeige es gleich nochmal im 1-Minuten-Chart, das ist deutlicher, ist er ausgebrochen und hat sich wieder in den fairen Bereich begeben. Ja. Da gibt es eine 80%-Regel, die heißt, 80%-Regel, nicht weil sie nur in 20% der Fälle zutrifft und auch nicht weil sie in 71% der Fälle zutrifft oder in 94% der Fälle zutrifft, sondern weil sie über sehr, sehr, sehr viele Märkte und sehr, sehr viele Untersuchungen eben ziemlich genau 80% Wahrscheinlichkeit hat. Und zwar, wenn wir aus einer Value Area draußen eröffnen, und gehen wieder in diese Value Area hinein,
durchlaufen wir die vollständig in 80% der Fälle. Da gibt es dann Leute, die rufen mich an und sagen, oder das mag ich gar nicht, wenn man mich anruft, aber die schreiben mir eine Mail, das mag ich viel lieber, und sagen, also nach meinen Untersuchungen sind das nur 74,8%. Da sage ich, es tut mir sehr leid, aber wenn du es über alle Märkte machen würdest, wärst du wahrscheinlich irgendwie sehr viel näher bei 80%. So. Wir haben das also heute gemacht. Heute war einer dieser 80%. Wir sind wieder in die Value Area hineingefahren und sind dann, nachdem wir drinnen waren, in dieser Value Area ganz durchgelaufen. Von teuer auf billig, auf gestrigen Preisen. So. Das wäre alleine schon eine Sache, die einem weiterhilft. Allerdings eine ziemlich langweilige Sache. Man hat dann drei Level und kann dann vielleicht mit denen was anfangen oder auch nicht. Und ja, wir wollen ja alle handeln und wollen wir ja alle, wir sind ja gierig nach Trades. Und daher gibt es noch ein Intraday Market Profile. Und das ist in dem MP-Tool auch dabei. Dieses Intraday Market Profile sieht man hier. Und zwar diese sonnengelben Striche bezeichnen den Intraday Point of Control, heißt also der Point of Control von heute. Bedeutet heute Abend um 22:03 oder 05, wann immer der DAX Future nun endlich seinen Schlusskurs gemacht hat, sehe ich, wo diese sonnengelbe Linie ist. Und da weiß ich, da das der Point of Control von heute ist, dass morgen ich genau da eine magentafarbene Linie habe, dann ist es nämlich der von gestern. Die roten Striche, die wir sehen, wird eine dunkelblaue Linie sein und die blauen Striche, die wir sehen unten, wird auch eine dunkelblaue Linie sein und dann den ganzen Tag durch meinen Chart rauschen. Wir sehen also, dass wenn wir jetzt um 18:03 auf unsere Intraday-Sachen schauen. Lass mich mal das nehmen hier. Also, wenn wir hier drauf schauen, auf diese roten Strichelchen hier, kann man mal einen roten Punkt sehen? Prima. Also, wenn wir, weil manchmal vor, das ist GoToWebinar ja hier, da konnte man es nicht sehen, da mussten wir den grauen Pfeil dann nehmen vor ein paar Jahren. Also diese roten Strichelchen hier bezeichnen ja den oberen Value Level Intraday von heute. Und der ist ja nun nicht wirklich anders als die dunkelblaue Linie von gestern. Und die dunkelblaue Linie hier unten, die dicke und die dünne, ist ja auch nicht fundamental anders. Und die magentafarbene und der sonnengelbe Kollege hier ist auch nicht anders. Bedeutet also, dass der faire Preis, obwohl wir heute Morgen uns angefühlt haben, als wäre irgendwo ein Flugzeug reingelandet und wir wären im Crash-Modus, ja, wir haben denselben fairen Preis mehr oder weniger. Kaum Veränderung gegenüber gestern. Ja? Ja? Kaum Veränderung. Das ist die interessante Sache. Und wenn man hier ein bisschen zurückgeht, sieht man ja den vom Tag davor. Das war auch ziemlich genau dasselbe. Und dann irgendwann klatschen sich die Leute mit der flachen Hand auf die Stirn und sagen, hat es vielleicht noch damit zu tun mit dem Septembertermin, der am Freitag abgerechnet wurde? Und dass wir praktisch in dieser Range, die wir da gemacht haben am Freitag, dass wir immer da noch immer abwickeln? Ich vermute ja. Immer noch dasselbe Niveau. Das heißt, dieses Niveau hier, was sich jetzt über mehrere Tage bildet, wird wichtig später werden, weil natürlich diese Kanten später Support und Resist sein werden. So, also
Wir haben hier Intraday, ich hole mal wieder meinen Punkt. Wir haben hier Intraday den oberen Value Level. Wir haben Intraday den unteren Value Level. Und wir haben hier den jeweiligen Point of Control. So, und das kann man jetzt zum Handel benutzen. Weil ich sehe, ich mache es mal, weil es deutlicher ist im 1-Minuten-Chart. Ich empfehle nicht, den 1-Minuten-Chart zu handeln, weil die meisten Leute, die keine Erfahrung haben, tun sich da am Anfang sehr schwer und auch weh damit. Und das wollen wir nicht. Aber zur Verdeutlichung ist es eine super Sache. So. Also, wir machen heute Morgen hier auf. Sind wir außerhalb der Value Area? Das sind diese dicken Striche unterhalb. Oder innerhalb der Value Area? Und ja, diese blaue und rote dicke Linie ist der volumengewichtete Durchschnitt. Wir sind natürlich außerhalb. Wir sind natürlich außerhalb. Außerhalb heißt, ich bin aus der Balance, aus dem Gleichgewicht, ich kann weit laufen. Das heißt, wenn ich eine Range bilde und aus der Range ausbreche, kann ich dem Breakout folgen. Ja? Wenn ich viel Platz habe zum Laufen und mich lässt einer los, dann laufe ich doch. Wenn ich eine Wand direkt vor mir habe, kann ich nicht laufen. Da ist aber keine Wand, weil wir sind unfair und entweder werden wir noch mehr unfair, dann gibt es einen Trend, oder wir gehen wieder auf fair, haben wir doch viel Platz. Also können wir loslaufen aus so einer Range raus. Das ist der Trick mit außerhalb und innerhalb. Also, wir bilden hier eine Range. Ja, wir sehen das an gerade waagrecht laufenden unterem und oberen Value Level. Ja? Ist eindeutig zu sehen, richtig? Der geht waagrecht. So, und jetzt bricht er aus. Was ist er denn hier? Zu billig für den heutigen Tag? Nur für den heutigen Tag? Zu billig oder zu teuer? Ist zu billig, genau. Er ist zu billig. Jetzt, das Geheimnis ist, wenn was zu billig ist, wollen wir es doch kaufen, korrekt? Der Kollege hat schon vorher geschrieben, dann müsste ich doch kaufen. Also ist es grundsätzlich für heute zu billig. Jetzt gucke ich aber, wo ist denn die Value Area? Das sind die Kurse von gestern. Da ist es Monster zu teuer. Das bedeutet, dass der Markt sich gerade davon entfernt, so extrem teuer zu sein, und er strebt doch wieder zu auf seinen fairen Wert. Das heißt, wir können, solange er jetzt unter diesem unteren Value verbleibt, können wir doch davon ausgehen, dass wir Trendverhalten haben. Weil wir wollen ja immer irgendwo hin. Gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen Range, das heißt, es geht seitwärts, oder wir machen Strecke, heißt, wir gehen hoch oder wir gehen runter. Grundsätzlich, wenn wir innerhalb der Value Area sind, das heißt fair gegenüber gestern, dann machen wir keine Strecke, dann juckeln wir innerhalb den fairen Preisen hin und her, aber das interessiert eigentlich gar keinen. Ja? Wenn wir aber die Entscheidung getroffen haben, wir sind außerhalb und die Entscheidung wird nicht von uns getroffen, sondern von irgendwelchen größeren, weil ich habe noch nie ein Gap verursacht im DAX von so vielen Punkten, weil ich noch nie so viele Kontrakte gehandelt habe, die nötig sind, um den Markt dahin zu tun. Also es müssen schon größere sein, die das tun. So, und wenn die das entscheiden, dann wird es normalerweise dafür einen Grund geben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat es schon morgen getäuscht. Ja, wollte vielleicht verkaufen, hat aus Versehen gekauft und sagte dann, oh Scheiße. Oder, was auch möglich ist,
Der wollte uns foppen. Denn was passiert denn mit dem Otto-Normalverbraucher, Retail-Trader wie wir? Und frag doch mal die Elena, wie viel Tickmill, und Tickmill ist ein Broker, ja, wie viel die so im Monat machen. Die machen im Monat über 100 Milliarden Volumen. Natürlich nicht im DAX, aber ein Broker, der macht 100 Milliarden. Ist es 100 Milliarden oder ist es 100 Millionen? Ist auf jeden Fall sau viel. Sind es Millionen oder Milliarden? Ist die Elena noch da? Die ist umgefallen gerade. Ich muss es nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall unfassbar viel, was die an Volumen machen. Eindruck. Und wenn man das dann sich überlegt, wie viele Broker es gibt, man sagt, okay, Tickmill ist ein bisschen größer, andere sind vielleicht ein bisschen kleiner, gibt aber sicherlich auch größere. Und dann gibt es ja noch die Riesenbanken und Fonds, und die sind dann noch viel größer. Dann weiß man, wie viel Volumen man eigentlich braucht, um so einen Markt wirklich zu bewegen. Also, wenn wir hier oben sind, sind wir aus dem Gleichgewicht. Das heißt, wenn wir aus dem Gleichgewicht sind, dann fallen wir in die Richtung, in der wir dann aus diesem Mini-Gleichgewicht hier oben, ja, das hier sind vielleicht so 80.000, 90.000 DAX Futures, die das machen. Und das sind vielleicht am Morgen 2.000 oder 3.000, die das machen. Das heißt, das ist doch viel wichtiger. Und wenn wir dann hier hinfallen auf die Nase, dann werden wir vermutlich in die Richtung fallen, und dann muss ja erstmal ein Käufer aufwachen, muss sagen, hallo erstmal, ich will doch mitmachen. So. Bedeutet, wir fallen hier raus, solange wir aus der Value Area sind, auch hier. Und diese Value Area würde sich dann bewegen in eine Richtung. Ja, das macht sie natürlich nur intraday. Dann müssen wir diesem Trend folgen. Das heißt, hier folgen wir nach unten. Wir wollen also nach unten folgen, und da kann man Rücksetzer an diese unteren Value Levels, solange der in unsere Trade-Richtung sich bewegt, kann man hier einsteigen, oder man kann irgendwelche Rosshaken oder was weiß ich. Die Methoden kann jeder wählen, wie er will. Muss sich keiner umstellen, ist so wie sonst auch. Ich weiß nur, er wird, wenn er hier ausgebrochen wird, versuchen, ein neues Gleichgewicht zu finden. Solange er kein Gleichgewicht findet, wird er weiter in diese Richtung fallen, wie so eine Kugel, die man anstupst. So, also, wir haben die Kugel angestupst, die Kugel fällt. Kugel bleibt unter dem Blauen, das ist der untere Value Level. Das heißt, er bleibt billig und wird immer billiger. Ja. Er versucht es mal, jetzt ist er inzwischen schon in der Daily. Komischerweise am fairesten Preis dreht er um. Sie haben es probiert, ich übrigens auch, an dieser fairen Zone, am oberen Value Level, zu stoppen für eine Gegenbewegung. Das ist nur ganz, ganz, ganz kurz gut gegangen. Danach sind wir gelaufen auf den fairesten Preis, das ist der Point of Control vom Vortag. Und jetzt die 80%-Regel hat gegriffen. Ja, wir waren dann hier, haben uns etabliert und sind vom oberen Value Level des Tages abgewiesen worden und sind auf den unteren Value Level gelaufen. Hier. Also wir sind von viel zu teuer auf fair gelaufen. Nochmal auf teuer von gestern gelaufen, auf billig von gestern gelaufen und dann sogar auf zu billig gelaufen von gestern. Ja, wir sind hier von zu billig wieder auf fair gelaufen und waren dann nochmal, ich weiß es ja, im Nachhinein weiß man es ja, und sind dann hier auf nochmal zu billig gelaufen. Wir waren irgendwo hier, da sind wir, waren wir mal runter. Ja, und sind dann, da war das Low, sind dann wieder von zu billig auf fair gelaufen
sind von fair auf zu teuer gelaufen für den Tag. Ja, sind auf zu teuer. Haben dann hier versucht, einen Trend nach oben anzufangen, indem wir über dieser Value Area verblieben sind. Ihr seht es wie von Zauberhand. Ja. Und bewegen uns jetzt, wir sind wieder drin, aber wir bewegen uns hier am zu teuer. Wir warten hier auf zu teuer auf die Freunde von der Fed. Ja. Solange wir hier das halten, dieses Niveau, lege mal hier die, ich mache das immer auf die niedrigsten Schlusskurse und da seht ihr die Linie. Solange wir also die halten, ist das alles noch im grünen Bereich. Also, zur Klarstellung, was wir hier tun, ist Market Profile. Market Profile ist eine statistische Sache und hat mit dem Volume Profile nicht sehr viel zu tun. Das ist Market Profile in der Olli-Version. Olli heißt es deswegen, weil ich eine Methodik habe, die andere Preislevels gibt, weil ich meine Volumina direkt da besorge, wo sie herkommen, sie berechne mit meiner, ja, ich will mir das nicht an meiner Brust heften, weil das ein Kumpel von mir ist, der hat das 1997 für mich programmiert und seit 2001 benutze ich das ausschließlich. Wir haben Untersuchungen gemacht, dass die Levels, die da rauskommen, obwohl andere behaupten, sie machen die gleiche Berechnung, bis um 18% besser sind. Das heißt nicht, dass der PNL 18% höher ist, sondern dass die Levels 18% genauer sind. So, kann mich schon jemand wieder hören? Ja, jetzt hört man dich wieder. Davor war es auf einmal stumm. Ja, ist weggefallen. Der hat mir eine Fehlermeldung von GoToWebinar gesendet und hat mich rausgeschmissen. Als wäre da irgendwo eine Verbindung von denen weggefallen. Gib mir den Schirm wieder und ich bin wieder da. Okay. Moment. So. Okay. So, jetzt müssen wir den Schirm wieder sehen. Also ich sehe jetzt den Schirm mit der korrekten Uhrzeit. Ich hoffe, der Rest auch. Ja, alles wieder okay. Ich sehe schon, Ton ist da. Jetzt passt es wieder. Ja, siehst du, so schnell bin ich. Ja, ja, tut mir leid. Ich habe echt keine Ahnung, wie das passiert und warum das passiert ist. Ich mache also jeden Tag 1 bis 3 Webinare und das passiert eigentlich nie. Also es ist mir das erste Mal jetzt passiert im 5. Jahr. Wir haben schon viele Probleme gehabt mit allen möglichen Softwares, aber dass die einfach wegfällt, ist mir noch nie passiert. Ist ja auch nicht schlimm.
Wir haben uns ja wiedergefunden. Das Wichtige ist, dass die Elena den Knopf drückt, weil ich kann den Knopf nicht drücken von Tigme. Ja, die Elena hat die, also ich hoffe, dass du die Elena meinst mit der angenehmen weiblichen Stimme, weil meine Stimme kennst du ja. Und ich hoffe, ich habe keine angenehme weibliche Stimme. So. Ich versuche mal da fortzufahren, wo ich denke, dass es kaputt gegangen ist. Hoffe, dass das nicht schon irgendwie eine Minute da im Schwebezustand war oder so. Also, ich hatte gesagt, hatte gerade nacherzählt, was er hier gemacht hat, dass er hier raus ist, dass er sich hier gehalten hat und dass solange er das hält, und das hat er inzwischen nicht mehr getan, ich hatte diese Linie hier draufgelegt, da, dass er solange das macht, dass er noch im Abmodus ist und er ist jetzt nicht mehr im Abmodus, er ist wieder in der Value Area, in der Intraday Value Area. Und wir vermuten jetzt, weil er jetzt drinne ist und weil er neu losbildet, dass er von teuer auf fair laufen wird. So, wir hatten noch gesprochen über Volumenprofil, Volumenprofil. Das hat also mit meiner Sache nichts zu tun, sondern was ich hier mache, ist Market Profile in der Olli-Version. Das sind andere Berechnungen. Und wie viele Dinge an der Börse, weil da geht es um Geld, werden diese Tools in der Regel nicht dem breiten Publikum zugänglich gemacht. Es gibt also, als ich angefangen habe, habe ich versucht, Leuten beizubringen, wie man Parabolik handelt und so weiter und so fort. Dann haben wir herausgefunden, dass nicht ein Parabolik, egal wo man den einstellt, nicht ein Parabolik dieselben Werte bringt. Und ich habe dann auch Broker angeschrieben, habe gesagt, warum ist das so? Und habe dort ja nicht besonders clevere Antworten bekommen. Gab dann Leute, die gesagt haben, ja, also wir haben da noch einen proprietären Faktor drin und so weiter und so fort. Also furchtbar. Dasselbe gilt, gilt für andere Dinge. Es ist also anscheinend nicht gewollt, dass wir die gleiche Information haben wie die Profis. Und da ich ja aus der Profi-Ecke komme, mache ich das einfach trotzdem. Und gebe also dieses Tool weiter für euch. Das kann man also nicht irgendwo, deswegen es nützt nicht mehr, eine E-Mail zu schreiben, gib mir deine Berechnung oder so, das interessiert mich gar nicht. Es ist daher hier erwerbbar. Ich sage dazu eins noch, und zwar, logischerweise, wenn das über einen Introducing Broker, einen IB-Vertrag geht, dann möchte ich natürlich Geld damit verdienen. Am liebsten verdiene ich Geld damit, indem dass ihr einfach meine Software kauft. Weil dann ist mein Kumpel besonders froh, weil er die Arbeit gemacht hat und daher natürlich da verdienen soll dran. Und er hat mir viele, viele Jahre umsonst zur Verfügung gestellt. Also ich bin da noch einiges Geld im Hintertreffen, so von meiner Einstellung her. Und daher möchte ich, dass möglichst viele Leute seine Software kaufen. Da allerdings im deutschen Sprachraum das nicht so gern gemacht wird, ja, man gibt ja da Geld aus, möchte ich es eben gerne so versuchen, dass es eben geht über so eine Vereinbarung mit einem Broker, hier Tickmill, ja, beste Broker der Welt. Und zusätzlich noch mit dem Vorteil, dass man 5% weniger Kommission bezahlt und ansonsten ein gleiches Brett hat. Ja. Gibt also keine Nachteile. Der Nachteil ist für mich, dass wenn ihr keine Umsätze dort macht, dann bei mir auch nichts unten rausfällt. Und dann werde ich das am 31. Dezember ganz trocken einstellen und dann gab es also die Möglichkeit, 3 Monate lang dem Olli eine lange Nase zu ziehen. Und dann hat sich das wieder erledigt.
Ich denke aber, dass wenn man das nutzt und wenn man damit Geld verdient und es keinerlei Nachteil für einen gibt, dass es eine total super Sache werden könnte, wenn man dadurch Tickmill befähigt, mir bzw. meinem Kumpel Geld dafür zu bezahlen, durch diese indirekte Art und Weise. Ja. Nein, nein, ich bin gar nicht kurzfristig. Aber wenn in 3 Monaten ich sehe, dass keiner das Angebot annimmt, dann reicht mir das. 3 Monate sind lang genug. Wenn ich mich erst vor einer Woche hingesetzt hätte und jetzt allen neu das erklären müssen. Das Gute ist, dass ich der erste Frosch war, der hier rumgelaufen ist und hat gesagt, Market Profile, Market Profile, Market Profile. Und jetzt, inzwischen gibt es keinen Coach mehr, der das nicht ausbildet. Es gibt Leute, die haben keine Ahnung davon und reden trotzdem stundenlang drüber. Und das ist nicht schlimm. Ja, ich freue mich drüber, dass sie sich damit beschäftigen. Und ich weiß, dass sie es, und wenn ich helfen kann, tue ich das auch gerne. Ich weiß, dass sie es lernen werden. Und wenn die es lernen werden, werden wir noch eine größere Community und nehmen den anderen Etablierten noch mehr Geld ab. Ja. Ich freue mich also brutal über jeden, der hier Volumentrader ist, über jeden, der sagt, es gibt nichts Geileres als Volumentrading. Und hoffe, dass möglichst viele Leute verstehen, was wir hier tun und aufhören zu sagen, oh Mann, hier, das ist gestern war die Aktie 285, heute ist sie 290, da muss sie morgen 300 sein. Sondern sich anguckt, was ist denn der faire Wert von diesem letzten Tag und versucht, billig zu kaufen als Daytrader und teuer zu verkaufen. Das ist Traden. Alles andere ist Zocken, alles andere ist nicht verstehen und durch die Gegend laufen und versuchen irgendwie Klick-Klack, Schabernack, irgendwas, was es nicht gibt, zu machen. Ja. Hört auf, irgendwelchen Kram zu machen, den man nachweislich, mit dem man kein Geld verdienen kann. Und natürlich weiß ich, dass mit all dem, was ich immer als Voodoo bezeichne, es auch Leute gibt, die mit den bestimmten Filtern trotzdem Geld verdienen können, ob das Moving Averages sind, ob das FIBO ist oder sonst wie. Aber es ist eben wissenschaftlich nachweisbar, dass es nicht geht. Das heißt, man muss so viel Filter machen oder Glück haben oder was weiß ich, dass man, darauf nicht vertrauen sollte. Wenn dessen, was wir machen, das ist praktisch das Ding umgedreht und die Statistik für, wir sind hier die Bank beim Roulette. Wir wissen, dass es hier billig ist. Und wir wissen, dass es hier teuer ist. Ja. Wir wissen, was wir da machen müssen. Ja. Und wir haben wie immer eine, wir haben immer, immer eine Chance, die für uns ist. Wir haben an diesen Punkten haben wir mindestens 60% Trefferquote, mindestens. Und wenn wir dann unser CRV noch dementsprechend auf ein ordentliches Niveau kriegen, also über 1, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Freunde, ihr habt den Disclaimer gelesen. Ich möchte nicht hören, dass einer sagt, der Olli hat mir versprochen, damit mache ich auf jeden Fall Geld, weil es liegt am einzelnen Trader. Es liegt nie daran, ob der Coach gut ist, ob der Indikator gut ist, ob das Tool gut ist. Es liegt nie daran, es liegt immer daran, was man daraus macht. Es gibt Leute, die mit Moving Averages Geld verdienen, obwohl es statistisch gesehen unmöglich ist. Genau, es ist wie beim Murmelspiel, deswegen haben wir Murmeln gespielt bei den IB-Days. Ja. 2000 Krügen. Also,
Ich erkläre es nochmal. Man bekommt das, indem man, ja, ich habe da Albträume von den 2000 Grünen, glaub mir das. Man bekommt das, indem man über meinen Link die Sache anwählt. Und mein Link ist eigentlich ziemlich einfach. Muss die Uhr mal verschieben. Da ist der Link bit.ly, also ein Bitly-Link, slash Olli mit einem L, Tickmail mit zwei L. Ja. Bitly, also Bitly mit dem Punkt dazwischen, bit.ly, diesen Forward Slash, so heißt das Ding, Olli mit einem L, Tickmail mit zwei L. Und wenn man da drauf drückt, kommt man auf die Seite von Tickmail und die sind dann intelligent genug zu sehen, dass ihr über mich gekommen seid. Und wenn ihr dann ein Konto aufmacht, dann könnt ihr dieses Market Profile Tool von Tickmill bekommen. Nicht mir eine E-Mail schreiben, ich bin jetzt bei Tickmill Kunde, gib mir mal den Stereotreter und die Mail. Das geht nicht. Ihr kriegt von denen den Stereotreter und ihr kriegt von denen und dem Dirk natürlich das Market Profile Tool. Ja. Es geht folgendermaßen, dass man natürlich dafür was machen muss. Damit das seriös ist, geht es natürlich nicht mehr im Demokonto, sondern man muss das Konto kapitalisieren. Die Regeln sind, dass man für den Stereo-Trader 1000 Euro braucht. Da bezahlt man nicht 1000 Euro, sondern die liegen auf dem Konto und sollen dann benutzt werden zur Handelei davon. Dieser Stereotrader, da sollte man sich informieren auf stereotrader.net. Das ist eine total geile Oberfläche. Ich würde niemals MT4 oder MT5 ohne das Ding handeln. Und man sollte sich allerdings damit befassen. Ja, da gibt es Orderarten, die es sonst nie gibt. Und gibt Einstellungen, also weiß nicht, wie lange ich brauchen würde, um das alles zu verstehen, wenn ich wirklich in das kleinste Detail hineingucken wollte. Ja, diese Stereo-Trader-Plattform vom Dirk Hilger, damit sollte man sich befassen, wenn man MT4 oder MT5 handelt, egal bei welchem Programm man ist. So, die kann man bei ihm für, ich glaube, 29 Euro im Monat kann man die haben oder man kapitalisiert ein Konto bei Tickmill mit 1000 Euro und dann kriegt man das umsonst. Jetzt, der Trick ist, wir haben also jetzt ein Konto mit 1000 dort für den Stereo-Trader. Jetzt will ich aber doch das Tool vom Olli haben. Wenn ich ein Konto bei Tickmill dann mache über diesen Link und stelle da mindestens 2000 Euro zusätzlich hin, dann bekomme ich das Tool umsonst. Das heißt, ich muss insgesamt 3000 Euro bei Tickmill haben. Dann bekomme ich das umsonst, weil dann ist gewährleistet, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, das sinnvoll zu handeln. Die Margin für einen DAX sind so ungefähr im Augenblick 600 Euro. Und ich bin ja immer so ein Freund von drei Einheiten, 3 mal 6 ist 1800. Da habe ich also gesagt, mindestens 2000 obendrauf müssen wir haben. Das ist der Trick dabei. So, jetzt schaue ich mir, die Elena müsste mir mal sagen, wie viel Zeit ich noch habe, nicht, dass sie mich dann rausschmeißt gleich. Also
Gerne kannst du dir noch eine halbe Stunde Zeit nehmen, falls du die brauchst. Okay, weil ich bin sicher, dass ja einige Fragen jetzt kommen. Gerne. Also, genauso wie du auf uns aufmerksam geworden bist, genauso, lieber René, sollst du oder sollen alle auf uns aufmerksam werden, weil wir natürlich weitere Webinare zusammen machen werden. Und wir werden vielleicht auch bei der WOT wieder zusammen was machen. Und ansonsten kannst du meinem YouTube-Kanal folgen und kannst dem YouTube-Kanal von Tickmill folgen und kannst morgens, wie heißt man in Anführungsstrichen Freund, der Mike Seidel macht das bei euch, richtig? Kann morgens dem Mike zugucken. Genau, der Und Mike. der Mike ist ein super netter Kerl. Ist nicht mein Freund, ich kenne ihn nur vom Sehen, aber er ist ein super, super seriöser Typ und macht sicherlich einen guten Job. Und den könnt ihr euch morgens anschauen. Da gibt er Tipps auf dem Tickmill-Kanal. Ihr könnt mit der Elena sprechen. Ihr sollt ihr nicht ihre Zeit wegstehlen, sondern sollt ihr Fachfragen stellen. Die kann euch alles beantworten. Und sie heißt nicht Helena, sondern sie heißt Elena. Ja. Und bei Tickmill handelst du mit CFDs. Das ist der Sinn. Wenn du mit Future handeln willst, kannst du mit Future handeln, aber nicht bei Tickmill. Zumindest noch nicht. Weiß nicht, ob die irgendwann Future anbieten. Ich vermute, dass jeder Broker irgendwann, wenn er seriös ist, Future anbieten wird, weil irgendwann werden sie vielleicht sogar in Europa diese CFDs verbieten, weil damit so viel Schindluder getrieben wird und weil die Engländer, die die CFDs uns eingebrockt haben, in Anführungsstrichen eingebrockt haben. Diese Engländer wollen ja raus, wollen ja ihren Brexit machen. Und dann scheint es so zu sein, als ob die Finanzbranche hier in Europa diese CFDs gerne abgeschafft hätte. Ja, weil die ihnen aufgezwungen wurden damals von den Engländern. Ja. Genau. Dann gehen mehr Leute in die Schweiz, das kann sein. Oder nach Zypern. Weil wir sind sehr englischfreundlich, wir werden das so lange wie möglich aufrechterhalten. Also, ich schaue nochmal durch. Ich höre, dass sogar der Coco Petkoff Market Profile in seine Ausbildung aufgenommen hat. Das finde ich gut. Muss mal gucken, vielleicht ist er hier. Ne? Sehe keinen Coco Petkoff hier. Dann hätten wir ihn gefragt. Coco, wenn du hier bist, kannst du ruhig sagen, ich habe nichts gegen dich. Kannst dich also ruhig hier outen. Der Uwe meint, er wüsste da was besser als ich. Und ich kann ihm nur sagen, dass das, was er benutzt, nicht so gut ist wie das, was ich benutze. So, das darf aber jeder für sich selbst entscheiden. Ja. So, sonst sehe ich hier keine Fragen, die ist getarnt hier. Kokos im Casino. Hier, Freunde, macht mir macht mir keine
Ach, mir keine. Also, lass mich noch eins zu dem Tool sagen. Du brauchst dafür, also ich brauche für, also ich sag's ganz anders. Ich bezahle jeden Monat ca. 700 € für Daten. Wenn jetzt jemand sagt, dass mein Market Profile Tool zu teuer ist, wenn ich das für ein Zehntel des Preises eben gebe, wenn er es ganz normal kauft bei mir auf der Webseite, dann möchte ich dem gar nicht weiterhelfen. Ja, so. Das ist die eine Sache. Was für Kreuzer? Die andere Sache ist, ja, Market Profile gibt es ja weiter. Man muss es dann eben nur bezahlen. Wir hoffen ja, dass das ganz normal abläuft, dass die Leute das also nutzen, um zu handeln und nicht um nicht zu handeln und sich es nur anzugucken. Wenn sie handeln, wird ja Volumen generiert. Wenn Volumen generiert wird, ist ja jeder zufrieden. Dann freut sich ja Tickmill und freut sich dann ja auch, mir was bezahlen zu dürfen dafür. Das ist überhaupt kein Problem. So. Wenn du wissen willst, dass es hier nicht Sache, weil wir bei Tickmill sind, wenn du wissen willst, wie es irgendwie anders zu erwerben ist, dann gehst du wieder auf die stereotrader.net-Seite und schaust dir das dort an. Ja, wir sind hier bei Tickmill, wir reden nur über das Tickmill-Modell. Der Link ist bit.ly und dann der Forward/Olli mit einem L, Tickmill mit zwei L. So, jetzt wollen wir zu wichtigen Dingen noch kurz kommen, und zwar Strategien werden gefragt. Also, Strategie ist eigentlich vollkommen einfach. Ich versuche, teuer zu verkaufen und billig zu kaufen. Bedeutet, ich bin hier teuer. Und zwar zu teuer. Wenn ich zu teuer bin, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich beschreibe das immer mit meinen Tomaten. Tomaten kosten 5 €. Heute Morgen haben Tomaten, DAX-Tomaten, 5 € gekostet. Da kriegst du erstmal einen Schreck. Du sagst, warum sind Tomaten heute 5 €? Gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder da gibt es einen kleinen Engpass und Tomaten gehen zurück auf den Preis, den sie wert sind, nämlich 1,70 das Kilo. Oder Tomaten lassen dich 200 Jahre alt werden. Dann werden Tomaten sicherlich einen Trend anfangen. Die kosten 5 €, dann kosten sie 10 €, dann kosten sie 50 € und irgendwann kosten sie vielleicht 1.000 €, weil jeder Tomaten essen will, wie verrückt. Umgekehrt, wenn was zu billig ist, wenn Tomaten zum Beispiel jetzt 50 Cent wären, dann würden wir erstmal kaufen, würden wir sagen, wow, geil. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Nachricht da wäre, Tomaten verursachen Krebs, will doch keiner mehr Tomaten kaufen. Nicht bei 50 Cent, nicht bei 40 Cent, nicht bei 20, nicht bei 10. Da muss ja aber noch was bezahlen, dass sie entsorgt werden. Bedeutet also, dass wir schauen müssen, morgens, wenn der DAX unfair teuer ist, was passiert denn mit dem? Gibt es da einen Grund? Ob wir den wissen oder nicht wissen, ist egal. Der Chart zeigt uns, ob es einen Grund gibt. Weil er bildet eine Range. Wir wollen eine Range dann haben. Wir wollen sehen, dass irgendein Preis akzeptiert wird. Das ist der Preis, der akzeptiert wird. So. Wir sehen das aufgrund waagerecht laufender Value Level. Blau, rot. Rot teuer, blau billig. Und dann schauen wir, weil wir der Meinung sind, da er außerhalb eröffnet hat, dass er sich stark bewegen sollte, weil entweder geht er zurück zu Fair oder es ist ein Trend nach oben. Und dann schauen wir, wo geht er denn raus? Er geht hier raus aus dieser Range. Er geht raus und nachdem er raus ist, kann ich jegliche trendfolgende Technik einsetzen, bis er wieder
Ein Gleichgewicht bildet. Gleichgewicht bildet er, wenn der Point of Control springt, wenn also auf einem anderen, in dem Fall tieferen Level, so viel umgeht, dass dieser Point of Control springt, dass da am meisten umgeht. Das bedeutet nämlich, dass dort jemand dann kauft. Sonst geht er ja nicht viel um. Ja, sonst fällt er, fällt er, fällt er, fällt ja, bis irgendwo eine Unterstützung kommt. Und diese Unterstützung siehst du, weil dann viel umgeht. Wenn dort viel umgeht, wird sich wieder ein Gleichgewicht bilden. Und in diesem Gleichgewicht, was sich bildet, willst du wieder billig kaufen und teuer verkaufen. Und irgendwann geht es wieder aus diesem Gleichgewicht raus und geht zum nächsten Level. Also, wir sehen, dass der Markt fällt, fällt, er bleibt unter den blauen Punkten, er bleibt unter den blauen Punkten, er bleibt unter den blauen Punkten. Er probiert es hinein, der Tageslevel hält ihn aber auf, weil er ja wieder den fairen Value von gestern akzeptiert hat, wird er hier aufgehalten und geht weiter runter. Hier ist jetzt fair, heißt also Grunde nichts mehr zu tun. So, wir gucken jetzt, bevor wir irgendwelche positiven Stimmungen bekommen, ja, wir gucken hier, was passiert. Wir sehen, dass der Point of Control hier springt. Von hier, ich nehme mal die rote Bombe, ja, von hier, das ist der obere Value, hier ist der Point of Control und der untere Value läuft runter und hier springt der Point of Control. Das bedeutet, jetzt hier hat er eine Chance auf eine Range. Wir sehen aber, dass nachdem er das probiert, ja, hier, er das negiert, er schafft es also nicht. Das heißt, er drückt das also weiter runter. Der Point of Control fällt weiter. Untere Value Level, er versucht es wieder, läuft gerade. Hier übrigens ist er genau da, wo der Point of Control von gestern ist. Deswegen kann man die blauen Striche da nicht sehen. Der ist unter dem Magenta verborgen. So, jetzt ist er hier. Er geht runter, er geht runter, er geht runter, er geht weiter runter. So. Hier jetzt steigt er das erste Mal. Das heißt, seit hier, genau seit hier, weiß ich, da gibt es eine Chance darauf, dass er hochläuft. Ja? Weil das ihn ja aufhalten soll. Das heißt, ziemlich weit unten werde ich aufgeweckt vom Market Profile. Zu sagen, hey, der könnte sich jetzt wieder da nach oben entwickeln. Und wir sehen ja, dass er, hier ist ja eingezeichnet, der Point of Control, der hier gilt, der springt zwar hier runter, weil hier viel umgegangen ist, hier und hier, aber wir sehen ja, dass er sich hier wieder hinbewegt. Also von zu billig auf fair. Seht ihr das? Ja. Diese Levels sollte man also immer beobachten. Wo ein Point of Control war, heißt, wo viel umgegangen ist, das war ein fairer Preis. So, hier wird dann waagerecht, hier wird waagerecht. Das heißt, ich will hier unten kaufen und will hier oben verkaufen. So, weil die sind ja relativ waagerecht. Auf diesen fairen Preisen habe ich nichts zu tun. Vollkommen uninteressant. Das heißt, ich warte hier. Ist ja auch Mittagspause. Ihr seht hier 11:05 Uhr, 12 Uhr und so weiter und so fort. Ich warte hier, was passiert. So, jetzt hier ist billig. Ich will wieder billig kaufen, weil das alles waagerecht war. Will ich billig kaufen und will, dass er mir Rendite bringt. Zumindest auf die faire Variante hin. Jetzt gucken wir. Er probiert es nochmal. Ist nicht ungewöhnlich. Wir wollen immer noch dahin. Und guck mal. Weil hier, guckst du hier. Ich lege mal hier auf den untersten Punkt, ja, dieses Hammers. Hammer-Trading kann man übrigens auch bei mir lernen.
lege ich eine Linie. Es gibt kein Close darunter. Der geht von zu billig auf fair. Ja, die Kreuz hat zu tun da, mit irgendwelchen Berührungen von den Levels. Es sind keine Signale. Ja? So, hier ist fair. Da ist fair. Geht wieder auf zu billig. So, wenn wir hier schon einmal zu billig waren, wenn du einmal einen Daimler gekauft hast mit 30.000 Euro und hast den mit 64.000 verkauft und jetzt kommt der Nächste um die Ecke und sagt, mit 30.000 hat er einen Daimler, sagst du, nee, weil den hatte ich schon, den für 30, jetzt hätte ich gerne einen für 26, korrekt? So, das heißt, ich suche hier, beziehungsweise unten drunter, umkehren. Ich suche also Hinweise, dass hier Schluss ist von der Bewegung, denn er könnte ja auch wieder einen Trend anfangen. So, das sehe ich hier. Ja, ich habe hier eine Reversal-Kerze und diese Reversal-Kerze wird, das ist das Opening der Reversal-Kerze, das ist der niedrigste Close. Ich lege wieder die Linie hin und du wirst sehen, das wird rechts nochmal getestet. Wieder kein Close drunter. Das bedeutet, hier ist billig. Ich kann hier irgendwo einsteigen und möchte jetzt von billig, möchte ich wieder auf fair. Ja, wobei ich immer, gerade im DAX, darauf aufpassen muss, dass es immer diese Stopp-Runs gibt, dass die versuchen, nochmal die Leute rauszuholen. Also wir sind jetzt hier irgendwo drinne. Und als normalen Stopp würde ich so im Augenblick, das hängt immer von der ATR ab, im Augenblick würde ich sagen, so circa 20 Punkte ist ein normaler Stopp. So, wenn du also hier drin bist, findet hier nochmal dieser Stopp-Run statt. Bedeutet, guckst du da, er schließt zwar einmal drunter, aber es gibt kein Follow-up. Gibt nach diesem Schlusskurs unten drunter, selbst im 1-Minuten-Chart, gibt es kein Follow-up, es gibt keinen Tick unter dieser Kerze. So, hier werden also nur die Stops gezogen und er geht von zu billig, ja, wir müssen das ja praktisch hier als Zone sehen, ja, oh, der hat dieselbe Farbe, nicht so Klassik, machen wir mal so. Nee, so bestimmt nicht. Machen wir mal so. So ist es hässlich genug. Weil wir ja kaufen wollen, machen wir es grün. Also, hier ist zu billig. Überall hier ist zu billig. Und wir gehen wieder auf fair. Seht ihr das? So, ich benutze in der Regel 5 Minuten. Warum nehme ich 5 Minuten? Weil die Institutionellen gucken da drauf, nehmen 5 Minuten. Ihr wisst, ich handle sehr viel im 3-Minuten-Chart, aber für Market Profile, für Berechnung und alles nehme ich immer 5 Minuten. Ja. Nur um Feintuning zu machen, ist logisch, macht es immer Sinn, in einen 1-Minuten-Chart reinzugucken. Natürlich, wenn alle aktiv sind, alle sind aktiv, vor allen Dingen bis so 18 Uhr. Heute sicherlich auch länger, weil sie warten auf die Fed. Ja. Also hier war zu billig, auf fair wieder zurück. Jetzt ist er in Anführungsstrichen zu teuer. Ja, er hat hier wieder reingelotet in die Value Area und versucht sich aber wieder außerhalb zu stabilisieren. Also im Moment will er uns suggerieren, also ob er das will, wissen wir nicht, aber er suggeriert uns,
dass er gerne noch teurer werden möchte. Es gibt also Leute, die das Ding kaufen, aktiv kaufen, sonst könnte er dann darüber nicht halten. Weil normalerweise jeder Mensch würde gerne hier was verkaufen. Es muss also Leute geben, die aggressiv hier kaufen, also aggressiv in Anführungsstrichen, weil sonst würde der sofort wieder auf den fairen Wert zurückgehen. Ja. So. Nochmal zusammengefasst. Nummer 1. Market Profile ist kein Allheilmittel und es ist kein einfach verdientes Geld nach dem Motto Klick-Klack, Schabernack, cool, ich brauche nichts mehr tun. Hat mit Denken zu tun, hat mit Flexibilität zu tun, hat damit zu tun, dass ich vollkommen im Gegensatz zu dem, was die meisten tun an der Börse, agieren muss wie Profis. Profis haben, solange sie keine Order haben, also wenn dein Nachbar dir sagt, hör mal zu, kauf mir mal heute über den Tag 100 DAX Futures, dann hast du eine Order, dann kannst du die kaufen zu fairen Werten. Dann wird er sich freuen darüber, dass du zu fairen Werten im DAX Futures gekauft hast. Wenn du aber Geld verdienen willst durch Trading, dann agierst du nur zu unfairen Kursen. Du kaufst zu billig und willst bei fair wieder raus. Du verkaufst bei zu teuer und bist bei fair wieder raus. Du schaust dir an, was fair war am Tag davor und schaust dir die Lage heute an. Vor allen Dingen erstmal den Opening-Preis. Ist er zu teuer oder zu billig oder ist er irgendwo in der Value-Area, dann ist er fair. Ja? Wer anfängt, am Point of Control zu kaufen oder zu verkaufen, der hat sie nicht alle. Das ist wie ein Daimler zu 64.000 Euro zu kaufen und zu 64.000 Euro zu verkaufen. Das ist Banane. Ich will den Daimler mit 90.000 verkaufen und mit 30.000 einkaufen. Am liebsten ein Auto mit 90.000 verkaufen und mit 30.000 das Ding irgendwo zurückkaufen. Dann bin ich geil. So. Wenn aber morgens der Daimler schon mit 90.000 gehandelt wird, so wie heute, dann muss ich mir überlegen, gibt es irgendwas, was so geil ist beim Daimler, dass der nachher 110 ist, oder geht er wieder auf normalen Wert zurück, weil es eben nichts gibt, was dafür spricht, dass wir Trend haben. Und über 2/3 des Marktes ist nicht Trend. Das heißt, in der Regel musst du dagegen gehen. Du gehst nicht gegen Trends. Aber wenn er im Gleichgewicht ist, dann willst du oben verkaufen und unten kaufen. Das ist das Wichtigste im Traderleben, das zu verstehen. Und nicht bei jeder Zuckung nach oben zu sagen, oh, ich muss Trend vorhin kaufen, Markttechnik, Punkt 2 habe ich gekauft. Im Übrigen, vorhin hat, glaube ich, jemand gefragt, was ein Rosshaken ist. Ein Rosshaken ist ein anderes Wort für Punkt 2. Ja? So. Sowas machen wir nicht, sondern wir versuchen, billig zu kaufen. Und nur in Trends wollen wir rein. Trend folgend. Nach oben und nach unten, vollkommen egal. So. Wir gucken also, weil das mit mehr Volumen unterlegt ist, wie sieht es denn aus am Tag vorher? Das sehen wir durch diese dunkelblaue, die magentafarbene und die andere dunkelblaue Linie. Wir kombinieren das mit dem Intraday-Market Profile, soweit wir das haben, und schauen, dass wir am besten beides, wie heißt es auf Englisch, aligned, wie heißt es auf Deutsch, gleichgerichtet haben. Das heißt, hier zum Beispiel siehst du, dass beide unten sind, also beide sehr billig sind und wir unten drunter sind. Das ist sehr billig. Und bei sehr billig möchte ich lieber kaufen als verkaufen. Hier gibt es als Trader nichts zu verkaufen. Hier suche ich Einstiege zum Kauf. Was kann schiefgehen? Es kann gestoppt werden. Wenn du gestoppt wirst, gibt es zwei Möglichkeiten. A, dein Stopp ist falsch. Dann wird der Markt nicht weiterfallen und du wirst nochmal einsteigen müssen. Oder, und bitte an die ATR, ich nehme die 5er ATR, die Stopps ein bisschen adaptieren. Und wenn ich mich hinstelle
und sage, oho, ich will hier long gehen, das geht aber nicht, weil der Markt zum Beispiel hier bis hier runter geht. Ich muss mal wieder die rote Bombe nehmen, sonst sieht keiner meinen. Also, wir nehmen mal an, der fällt hier einfach weiter. Bup, 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 bis hier. Ist scheiße, oder? So, dann bin ich ausgestoppt. Wenn der Markt mir aber zeigt, dass er mit diesem fairen Wert nichts mehr zu tun hat, das heißt, keiner will den Daimler kaufen, dann verkaufe ich ihn mit Verlust, den ich gerade gekauft habe, mit 30.000, dann verkaufe ich ihn vielleicht mit 28.000. Am liebsten, also wenn ich meinen Stopp genommen habe, dann habe ich den Stopp genommen, dann habe ich ihn vielleicht für 26 verkauft oder so. Aber am liebsten in den Pullback und versuche dann in den Pullback, weil hier ist ja dann teuer, zu verkaufen, weil ich dann der Meinung bin, dass es hier einen Trend nach unten gibt. Wenn ich mich außerhalb dieser Tages Value Area aufhalten kann, dann wird er ja, wenn er nicht wieder hier reingeht, es gibt ja nur zwei Richtungen, nachdem er dann ausbricht aus dieser Range, wird er ja nach unten trendfolgend weitergehen. Dann muss ich ja short gehen. Ich benutze keine fundamentalen Nachrichten, das interessiert mich gar nicht. Also, ganz kurz noch. Ich bin dazu gekommen, zu Market Profile, aus folgendem Grund. Ich war bei der Deutschen Bank Händler. Und ich habe mich gewundert, dass ich nicht verstehe und als super deutscher Banker, damals war es noch geil, deutscher Banker zu sein. Inzwischen ist es ja eine Schande. Aber damals war es geil. Hey Mann, dunkelblauer Anzug, geiler Typ und so. Und wir haben alles gewusst, haben wir gedacht. Bullshit. Also, ich habe gesagt, wieso kann ich nicht in den Griff bekommen mit all diesen Fundamenten? Die haben mir Research auf den Tisch geschüttet. Ja, was irgendeine Aktie wert ist, was ein Index wert ist, was ich kaufen muss, was ich verkaufen muss, war alles Dreck. Also fundamental konnte ich nichts greifen. Der Markt macht nicht das, was fundamental richtig ist. Du kannst mir doch erklären, mit fundamentalen Daten, mit den gleichen, je nachdem, wie du die Statistik in Anführungsstrichen dir hinlegst, kannst du doch sagen, der DAX ist 4.000 Punkte zu teuer oder 10.000 Punkte zu tief oder umgekehrt. Ja? Das heißt, es ist alles Schall und Rauch. Das Einzige, was funktioniert, ist Technik. So. Die Technik, die normalerweise verkauft wird, inzwischen nennen sie es ja Markttechnik. Ja? Inzwischen nennen sie es ja, was weiß ich, ist schon immer Moving Averages, Indikatorenkram, nach dem Motto Pattern Trading, ja, Schulterkopf, Schulter, Keile, Dreiecke, Rechtecke, was weiß ich, allen möglichen Kram, relative Stärke, was es eben so gibt, Indikatoren, MACD, was weiß ich. Das Problem ist, dass ich zwar Leute kenne, die damit Geld verdienen, aber wenn ich es überprüfe, wenn ich also diese Techniken oder ADX oder was weiß ich, wenn ich die wirklich mal überprüfe und ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht als Dinge überprüft und gehandelt und wieder Dinge überprüft und wieder gehandelt, dann komme ich nicht dazu, dass es geil ist. Da kommt eine ganz beschissene Performance raus. Und deswegen habe ich versucht, andere Dinge zu finden. Und ich habe es bei den IB-Days erzählt. 1985 kam Market Profile raus. Ich habe bis 1997 gebraucht, bis ich es wirklich begriffen habe, weil ich es mir so auf den Chart gemalt habe, weil vorher hat es mit Buchstaben, ich habe es nicht hinbekommen. Und B, in Deutschland ging es nicht, früher sowieso nicht, weil früher gar nicht ein liquider Markt da war, der lange noch gehandelt wurde, sodass diese Profile sich gar nicht richtig geformt haben, die haben sich gar nicht richtig ausgeformt. Das Volumen stand auch gar nicht zur Verfügung. Man konnte gar kein Volumen real-time lesen. Es ging gar nicht in Deutschland. Und da habe ich eben herausgefunden, dass das ziemlich clever ist. Und es ist doch auch clever, im richtigen Leben was billig zu kaufen und was teuer zu verkaufen und nicht zu sagen, oh mein Gott, die paniken alle um mich rum, lass mich mit Panik. Aber wenn du panikst, panik als erster Mann.
Nicht als Letzter. Ja? Wenn da Stops genommen werden, will ich die Stops kaufen und nicht mitverkaufen. Ich will doch nicht mitblöde sein, sondern ich will diese Sonderangebote nutzen. Ihr geht doch nicht in den Supermarkt und wenn da einer verrückt spielt und sagt hier, ja, ich bin wieder bei meinen Tomaten. Tomaten 10 Kilo für 2 Euro, da sagst du nicht, oh Scheiße, ich habe noch Tomaten zu Hause, ich will die verkaufen. Ja, sondern du kaufst die Tomaten. Du sagst, ich mag zwar nicht Tomaten, aber ich kaufe sie trotzdem, oder? So ist es doch an der Börse. Du bist doch mit dem DAX nicht verheiratet, du bist doch Geld damit verdienen. Also willst du den DAX doch kaufen, wenn er billig ist? Wenn der DAX jetzt so dasteht, wie er dasteht, dann willst du den doch hier nicht kaufen. Du willst ihn erst dann kaufen, wenn er einen Trend nach oben etabliert. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, er ist hochgelaufen, ist auf zu teuer gelaufen. Und hat jetzt eine dreiwellige Bewegung nach unten gemacht, eine Korrektur, so wie das machen. Und jetzt liegt er hier auf der Seite. Du kaufst den doch hier nicht. Die einzige Möglichkeit, die du hattest, war in diese Bewegung versuchen, dich einzukaufen in einen Short. Du willst runter, weil es zu teuer ist. Und solange der sich nicht oben drüber etabliert und dann ein neues Top macht, willst du verkaufen. Weil du nicht glaubst, dass er einen Trend macht. Weil Trend macht er in viel, viel weniger prozentualen Fällen, als dass er zurückläuft. Deswegen vorhin sagte irgendjemand was mit Breakouts. Breakouts gehen in 2 Drittel der Fälle oder mehr schief. Also will ich nur in Trends überhaupt Breakouts versuchen und sonst immer dagegen gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche anderen Leute den DAX bewegt haben oder sonst irgendwas. Das sind immer noch die gleichen Leute. Aber die haben das Volumen erst am Tag nachher veröffentlicht und dann hilft es mir doch heute nicht. Reine technische Sache. Hat sich nichts geändert. Ist nicht irgendjemand aufgestanden und fängt jetzt an, irgendwas anders zu machen. Ja. Du bist so mein Freund, da gibt es keine Missverständnisse. Ich bin am Ende des Tages immer flat. Ja. Das ist auch gesünder fürs Herz. Den Indikator kannst du nicht da sehen, den kannst du nur da sehen, wenn du den Stereo-Trader hast. Und dann sieht er genauso aus wie hier. Auf dem Stereotrader sieht er genauso aus. Und wenn du erwartest, dass ich einen MT4 habe und den zeigen kann, nein, den habe ich nicht. Ich handle keine CFDs. Ich krieg immer mal, also Dickmill hat mir auch schon mal ein MT4 gegeben. Ihr wisst doch, wie der aussieht. Wir müssen doch nicht so tun, als ob ich handle keine CFDs. Und das Schlimmste ist, ich kann den gar nicht richtig benutzen. Dann sieht das so aus, als wäre mein Tooltrack. Deswegen zeige ich dir es lieber da, wo ich es benutzen kann. Sollte ich das mal anbieten können auf anderen Plattformen, dann glaube ich, ist es Dickmill egal, ob wir den direkt auf dem MT4 dann anbieten oder über die Stereo-Trader-Plattform. Dem Dirk wird es nicht egal sein, aber es ist ja alles eine Frage des Geldes. Also macht euch da keine Sorgen. Lieber David, es sieht wirklich ganz genauso aus auf dem Stereo-Trader.
Gibt es auch, glaube ich, beim Dirk. Dirk hat ein Problem gehabt mit seiner Webseite. Weiß nicht, ob es die im Moment gibt, aber es gibt da Screenshots. Wenn du in seine Facebook-Gruppe gehst, die du auch auf der Stereotrader-Netzseite sehen kannst, dann siehst du da von ihm Screenprints die ganze Zeit. Er benutzt das übrigens auch. Bin ich ganz stolz drauf, dass er das auch benutzt. Wir sind nämlich drauf gekommen, das war die Idee dahinter. Er hat immer gesagt, es gibt so gar nicht, dass deine Marken mit meinen Marken so übereinstimmen. Das sage ich ja, weiß ich auch nicht. Und inzwischen benutzt er seine eigene Kreation und benutzt das als zusätzliches Tool, das Market Profile. Nein, ich benutze es nicht. Ich nehme keine TPOs. Bei mir ist Volumen. Das Prinzip ist aber dasselbe. Prinzip ist genau dasselbe. Die TPOs sind Ticks und ich mache es eben mit Volumen. Und auch da kaufst du billig und verkaufst teuer und nicht umgekehrt. Wenn du dich damit auskennst, dann ist es für dich ein einfaches. Dann kannst du auch, gibt auch Leute, die dazu noch dann den Footprint nehmen und da noch mal reinschauen und jetzt viele verschiedene Sachen. Also lass mich das noch mal hier. Ich kann das ja machen. Siehst du, kann ich doch hier machen. Kann ich doch hier machen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Kann ich nicht? Hat die Elena mich gesperrt? Ich kann nicht schreiben. Mach mich sofort auf für Schreiben. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber was möchte ich? Ich kann das auch gerne für dich reinschreiben. Du sollst den Link bitte, du mögest doch bitte den Link, er wird gefragt, hier hineinschießen. Den bit.ly/Olli-Tickmill. Da das eine Tickmill-Seite ist, hast du da bestimmt nichts dagegen. Sowieso nicht. Aber ich weiß gar nicht, wieso ich den da nicht reinschreiben kann. Komisch, oder? Kannst du denn mich direkt anschreiben? Dürfte doch eigentlich gehen. Ich kann. Schreiben kann ich, aber kopieren kann ich nicht. Das habe ich gerade gesehen. Ah. Ja, das ist Okay. nicht. Ich kann den natürlich auch reinschreiben. Warte mal, mal gucken, ob ich das. Vielleicht kann ich hier reinschreiben. Warte mal. Vielleicht kann ich nur hier. Ah, hier vielleicht. Paste. Ja. Send. So kann ich es machen. Könnt ihr denn sehen? Also das ist der Link. Wer mich sucht, findet mich auf tradingcoacholli.com. Also den Dirk und seinen Stereotrader findet man hier. Und den Olli findest du den Olli findest du hier, war da. Und dann können wir noch kurz, wer noch Fragen hat, noch schnell fragen. Und ansonsten machen wir Schluss. Die Elena will nämlich nach Hause gehen oder will sich jetzt gerne hinlegen oder so, weiß nicht, oder hinsetzen und essen und Nein, ich hab noch ein Webinar nach dir bezüglich der Zinsentscheidung und darum drängt ein bisschen die Zeit. das ist doch erst in der Stunde die Entscheidung. Ja, das Webinar fängt ein bisschen früher an. Ah, okay. Also ihr müsst euch den Link geben lassen von der Elena, dann könnt ihr mit ihr noch über die Fettentscheidung sprechen. Gerne. Ja, gib noch Stelle den ich Link hier für rein. das Webinar.
weil da sind bestimmt der ein oder andere fühlt sich dann alleine, wenn der, ich will immer noch sagen, der Greenspan spricht. Aber es ist der Herr Paul inzwischen. Siehst du die ersten Fragen schon hier nach dem Link? Poste den also noch rein hier von dem Webinar. Und dann sag ihnen vielleicht noch, wo sie morgens den Mike finden und was du sonst noch über Tickmill sagen Okay. willst. Ach, übrigens, vorhin die Frage bezüglich des monatlichen Volumens, die habe ich in den Chat geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das jeder gesehen hat. Das monatliche Volumen bei Tickmill ist so knapp über 100 Milliarden US-Dollar im Monat. Siehst du, das ist der Vers. Lass mich dazu eins sagen, Klar. damit ihr mal wisst. Ich war in einem Monat in Frankfurt der umsatzstärkste Broker. In einem Monat. Und mein Rekordvolumen an einem Tag, an einem verdammten Tag, war 2,5 Milliarden. Und da es so ungefähr 20, 22 Arbeitstage gibt, habe ich also nie auch nur in die Nähe geguckt von 100 Milliarden und war in Frankfurt an der Börse in diesem einen Monat, war ich der umsatzstärkste Broker. Dann könnt ihr euch überlegen, wie groß diese angeblichen Klickerbuden CFDs sind. Ja, wie groß die sind und wie viel Volumen inzwischen in diesen Märkten umgeht. Und dann kann ich nur sagen, denn ich weiß ja auch, ich lese ja, wenn ich mich um einen Broker kümmere, lese ich ja auch deren Ergebnisse. Und jetzt kann man sich hinstellen und kann sagen, also ich glaube, ihr habt irgendwie 15 Millionen netto gemacht im ersten halben Jahr, ist das korrekt? Bisschen weniger, 14, etwas. Also 14,8, glaube ich, waren es. für mich sind das 15 Millionen. das haben die also verdient. Und jetzt kann man sagen, boah, oh, 15 Millionen hin und her und bla bla bla. Die haben, ich glaube, 35 Millionen Orders abgewickelt. Das heißt, pro Orders haben die 50 Cent genommen. Das finde ich, wenn man das so rechnet, finde ich einen super, super fairen Wert. Das muss ich erstmal sagen. Zweitens muss ich sagen, wer meint, dass er da ein Problem hat, wenn er da 3.000 Euro hinschickt, der hat für mich einen an der Klatsche, Freunde. Das ist ein total. Mit diesem Volumen, mit diesen Einnahmen ist es ein total etabliertes Haus. In meinem besten Jahr als Broker, und wir waren super etabliert und das BaFin ist so um uns rumgetanzt und alles, da haben wir im Monat 1 Million gemacht. Und zwar nicht netto, sondern brutto. Ja? Und die machen das netto. Also. Das ist super, super stabiler, super seriöser Broker. Nicht nur die Elena ist super, sondern auch die Leute da, die den Broker gegründet haben. Ja, wie sagt er immer, am Küchentisch, am Familienküchentisch hat er den Broker gegründet mit seinem Bruder zusammen und ich glaube noch drei anderen. Und ich muss So sagen, das sind richtig, ganz tolle Menschen. ja. Ja, sind ganz tolle Menschen. Und ihr solltet auf der WOT mal bei dem, lustigerweise, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich mit denen irgendwas mache, da habe ich ja nur einen Mini-Vortrag gehalten und da hat der Michael Vogt damals dieses Video, was man auf meiner Webseite sehen kann, hat er aufgenommen. Und da grüße ich ja diesen Soldaten, den die da eingestellt hatten von Tickmill, grüße ich ja da mit H8. Und also ich habe die damals kennengelernt. Ich kann euch nur raten, geht auf die WOT, lernt die persönlich kennen. Danach habt ihr weder Angst um eure Kohle bei Tickmill, noch macht ihr euch Gedanken über die Seriosität. Die haben jeden Monat, habt ihr einen Trader des Monats. Das ist der, der am meisten Kohle bei denen verdient hat. Müsst ihr euch mal angucken, was das für Leute sind. Müsst ihr euch mal angucken, wie viel Geld die verdienen. Ja, und Dazu ist müsst ihr. natürlich, das haben wir ja, also Trader des Monats, diese Aktion, die haben wir ja jetzt seit Jahren auch schon dabei gehabt, durften alle mit dran teilnehmen. Ja, die ESMA-Entscheidung hat dann so ein paar Sachen geändert. Insofern ist der jetzt für uns nicht mehr wirklich der Wettbewerb da, aber man kann sich die vergangenen Ergebnisse noch anschauen. Ah, okay.
Die essen mal wieder. Oh Mann, ich fand das total geil. Ja. Seid ihr auch auf dem Börsentag in Berlin? Am 6. Oktober werde ich gefragt. Nee, also wir sind erstmal wieder auf der WOT im November, sind auch wieder als Silbersponsor mit dabei. Und ja, also der Elimar, von dem du vorhin sprachst, der ist mit höchster Wahrscheinlichkeit auch dabei, wird auch einen Vortrag halten, wo es ein bisschen interne Einsichten gibt und ein bisschen mehr über Tickmill erzählt und wie das beim Broker hinter den Kulissen ausschaut. Denn ich glaube, auch für viele Trader ist das auch mal interessant zu wissen, wie sieht es denn wirklich bei einem Broker aus und nicht nur, was man nach außen zeigen möchte, sage ich mal. Ja. Also wie gesagt, so wie das bei mir ist, so ist das auch bei denen. Ihr sollt alles überprüfen. Und mir ist also bisher noch keine Frage, die ich hatte, nicht beantwortet worden. Das ist mir bei anderen Programmen schon passiert, dass da Fragen nicht beantwortet wurden. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt anfangen, da zu kooperieren. Und finde es fühle mich da, auch wenn das jetzt ein bisschen schleimig klingt, ekelhaft schleimig, fühle ich mich da ein bisschen geehrt, dass ich da zu denen gehöre, mit denen sie zusammenarbeiten, weil sie arbeiten auch nicht mit jedem zusammen. Wir freuen uns wirklich auch, dass wir dich gefunden haben, Olli. Es ist nicht immer leicht. Genauso schwer es ist, natürlich einen Broker zu finden, dem man vertraut, ist es auch schwer, Coaches zu finden, denen man seine Kunden auch anvertrauen möchte. Und ja, glaube ich, haben wir mit dir gefunden, ohne mich auch einschleimen zu wollen hier. Und ja, also du hast ja auch von Mike gesprochen, der ist natürlich auch mit bei uns dabei, Mike Seidel. Auf unserer deutschen Facebook-Seite von Tickmill kann man ihm auch jeden Tag zuhören. Um 8:30 Uhr macht er ein kleines Market Brief. Insofern, wer morgen früh Lust und Zeit hat, kann gerne mit dazukommen. Ja, wenn er nicht schon bei mir im Webinar ist. Aufzeichnungen Leute, wenn ihr mir weglauft gibt es doch auch. Aufzeichnungen gibt es doch auch. jetzt. Nee, alles gut. Ja, prima. Hat noch jemand eine schnelle Frage? Ansonsten, die Elena muss los. Dann könnt ihr ihr noch zuhören beim Herrn Paul und schauen, was der Markt dann macht. Wir sind im Moment teuer. Und ich würde gerne wieder auf fair. Solange der Herr Paul nicht sagt, Zinsen abgeschafft, vermute ich, dass wir nicht noch viel teurer werden, sondern eher wieder auf fair gehen. Also MP-Daten, Market Profile-Daten nach der Olli-Version gibt es für die Hauptwährung, gibt es für die hauptamerikanischen Indizes, gibt es für die Eurex-Sachen, also Bund-Future, Euro-Stoxx-Future, DAX-Future, in Amerika S&P, Nasdaq, Dow Jones, Russell. Wir machen es für Gold, für Silber, für Öl. Und jetzt bin ich überfragt. Also und für die Hauptwährung, also Euro, US-Dollar und sowas, also auf jeden Fall. Immer natürlich auf Basis der Future-Daten, weil nur da haben wir Volumendaten und wir brauchen Volumendaten, sonst können wir es nicht sehen. Den FTSE machen wir nicht. Aber im FTSE geht es auch. Ich habe es getestet, es geht auch. Also wenn da sich genug Leute finden, weil das ist wieder, da muss man sich wieder extra Daten holen. Der FTSE ist ja auf einer anderen Börse. Ja. Und da die aus Europa rausfallen, wollen wir die nicht unterstützen. Wir hier in Zypern sind noch echte Europäer. So, Freunde, ich habe mich gefreut. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal mehr dazu hören. Ihr könnt auch bei der Elena anfordern, dass wir hier nochmal in Medias Res gehen, vielleicht uns mal morgens zusammensetzen und den ganzen Tag besprechen. Ja, dass wir dann vielleicht von morgens 9
bis um 12 zusammensitzen. Sowas, das müsst ihr aber bei der Elena, müsst ihr eine E-Mail schreiben, müsst sagen, hier, Olli finde ich cool, mach doch mal. Ja, vielleicht lassen die sich überreden. Und ansonsten, wie gesagt, YouTube-Kanal, man kann in meine Facebook-Gruppe, das ist umsonst und kann auch jeder rein. Es sei denn, er fängt an, dummes Zeug zu erzählen in der Facebook-Gruppe, dann fliegt er wieder raus. Aber normalerweise meine geschlossene Facebook-Gruppe kann jeder, der möchte, jeder, der Interesse hat an seriösem Austausch, kann dort hinein. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Abend. Ich bedanke mich bei Tickmill, bedanke mich bei der Elena für ihre gottesähnliche Geduld und wünsche ihr und euch viel Erfolg und einen schönen Abend und auch ihrer Katze und ihrem Mann. Und also benehmt euch, die Elena ist eine super Lady, benehmt euch, seid nett zu ihr und sie kann euch sicherlich jede Frage beantworten. Vielen Dank, liebe Elena. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank, Olli. Vielen Dank auch an alle, die teilgenommen haben. Ich freue mich schon, von euch zu hören und wünsche euch auch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der FED. Bis dahin.